Und schon wieder neigt sich ein Tag dieser Eishockey-Weltmeisterschaft dem Ende zu. Lettland gegen Österreich, das letzte Duell hier in dieser Gruppe B. Das letzte Duell des heutigen Tages. Und Österreich spielt eine sehr interessante WM hier virtuell. Das ist schon ordentlich, was man hier bislang zeigt. Denn man hat zwei Siege eingefahren. Einmal ein 3:2 gegen Tschechien. Ich sag's immer wieder gerne, wo man bereits 2 Minuten 20 nach Beginn der Partie mit 0:2 hinten lag, konnte drehen. Am Ende siegte man 3:2. Auch einen Sieg gab es mit 5:3 über Norwegen. Gegen USA gab es eine 3:8 Klatsch und auch gegen Schweden gab es am Ende nichts zu holen. Und hier erst einmal Starkbaum von den Letten mit einer guten Parade, mit einer guten Möglichkeit, die man hier den Letten verhindert hat. Lettland aktuell auf Rang 3 der virtuellen WM. Konnte also auch da in 4 Spielen 2 Siege einfahren. Nämlich ein wichtiges 2:1 gegen Tschechien, ein 4:1 gegen die USA. Dann gab es noch ein 1:2 gegen Finnland nach Verlängerung. Also in 3 Partien konnte man insgeheim punkten. Dementsprechend auch folgerichtig 7 Punkte. Aber in der Gruppe B, da ist es relativ eng. Nur 3 Punkte trennt Österreich aktuell von den US-Amerikanern. Mit einem Sieg heute könnte man sich erst einmal ganz oben einnisten. Das wissen auch die Letten, die mit einem Sieg erst einmal die Tabellenführung hier erobern könnten. Sowohl die USA als auch Tschechien, Schweden, alle die haben heute spielfrei. Morgen dann USA gegen Schweden um 11:20 Uhr. Also da wird es wieder volles Programm sein. Österreich gegen Finnland und Norwegen trifft auf Tschechien alleine in der Gruppe B. In der Gruppe A morgen Dänemark gegen Frankreich, Kanada gegen die Schweiz und Italien gegen das Team der Slowakei. Es sind unheimlich wichtige Partien mittlerweile. Jede Partie könnte am Ende die entscheidende sein. Und ob das klappt für einer der beiden Mannschaften, das werden wir im Laufe dieser Weltmeisterschaft natürlich noch sehen. Nisner. Kanal Merschlikins macht er sehr gut. Einer der Garanten dafür, dass Lettland fast mitunter die wenigsten Gegentore hat in dieser Gruppe B. Tscheche mit 6 Gegentoren, danach Lettland und Finnland mit jeweils 7 bei dieser virtuellen WM. Also bislang wirklich top. Der Goalie der lettischen Mannschaft. Zwei Minuten noch in Durchgang 1. Noch einmal der lettische Versuch. Aber es sieht alles so danach aus, als würde man hier torlos in die erste dritte Pause gehen. Und genauso sieht es aus. 0:0 zwischen Österreich und Lettland. Minuten noch zu spielen. 4:3 die Schussstatistik. Aber noch jede Menge Zeit zu spielen. Lettland jetzt von links nach rechts mit der ersten Gelegenheit. Eingangs dieses Mittelabschnitts. Erneut Österreich, erneut die Chance. Abols auf Kinic.
trotzdem diese letzte Großchance, die bleibt momentan aus. So, der letzte Schliff in dieser Partie. Um hier am Ende Erfolg zu verzeichnen. Balzers. Die Mannschaft, die heute gewinnt, tut einen großen Schritt. Ich sag's immer wieder gerne. Zumindest hier vorübergehend auf einem der begehrten Viertelfinalplätze zu stehen. Indrasic. Und Unterweger. Sehr eng diese Gruppe B. Lebler, nächste Gelegenheit. Baumgartner, der nutzt den Rebound aus. Und Österreich geht in Führung. Wahnsinn. Also Österreich gefällt mir sehr, sehr gut. Zeigen hier eine wirklich gute Partie und gehen folgerichtig meiner Meinung nach mit dem 1:0 in Führung. Auch Österreich bislang bei einer platschen Eishockey-WM ja ohne große Erfolge. Ebenso wie die Schweiz und beiden Mannschaften würde ich das entsprechend auch mal wünschen, dass man seine Leistung hier am Ende mal mit Erfolge auch krönen kann. Garnal auf Kirschläger. Nisna. Scheibe nicht wegbekommen, Kuxte. Keine 9 Minuten mehr. Kirschläger. Ah, sitzt da enormem Druck. Idrasi. Und der macht den Ausgleich. Und da war der Fehler bei Kirschläger, der die Scheibe nicht wegbekommt. Also perfektes Vorchecking von Indrasic. Und Dennis Smirnovs, der macht den Ausgleich für die Mannschaft der Letten. Und es macht sich eben einmal mehr bezahlt, so einen Druck da vorne hin am Ende aufzubauen. Also das war schon richtig gut gespielt hier vom lettischen Offensivmann. Garnal, da ist Nisner. Wieder Kuxte auf Indrasic. Wagner. Österreich jetzt zunehmend unter Druck. Letten wittern hier die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Wimmer. Führung zu übernehmen. Nisner. 200 Minuten. Aber Feldner. Vielleicht doch nochmal Österreich über Kaspar. Aber Elvis Merschlikins einmal mehr mit dem Save. Feldner, da ist Kasper. Also es gefällt mir unheimlich gut, was diese Mannschaften hier zeigen. Und so gehen wir mit dem Unentschieden in diese zweite Drittelpause. Eins, 20 Minuten verbleiben. Österreich trotzdem noch mit dem leichten Chancenplus. Und der Schlussabschnitt, der soll jetzt dann auch darüber entscheiden, wer sich die 3 Punkte holen kann. Oder gibt es hier am Ende Punkteteilung? Das ist die große Frage. Oh, die Letten gehen in Führung durch Kenins.
der da die Führung erzielen kann. 2:1 für die lettische Mannschaft. Ganz wichtig aus lettischer Sicht. Und das bedeutet, der Druck lastet nun auf den Österreichern, die jetzt durch die Strafe von Arthus Kulda die nächsten 2 Minuten in Überzahl spielen dürfen. Aber auch Lettland mit einem Mann weniger durchaus gefährlich hier wieder in Richtung Starkbaum. Österreich noch 1 Minute. Aber Lettland kann auch hier wieder gut klären. Und Lettland gleich wieder komplett. Gut gemacht, die lettische Mannschaft. Lassen da keine große Möglichkeit der Österreicher zu. 11 Minuten sind es noch. Eine knappe 2:1 Führung wieder. Ganal! Smirnovs. Und Dragis. Sehr schön vorgecheckt von Ganal. Baumgartner. Da ist Misner. Aber Lettland steht einfach kompakt. Lettland will hier nichts mehr zulassen. Das kann man bislang auch gut entsprechend so widerspiegeln. Erneut Lettland. Wenn die hier jetzt 3:1 erzielen, dann dürfte die Geschichte durch sein. Wir sind schon in der Crunch-Time. 5 Minuten noch. Bis es hier zum Ende kommt in dieser Partie. Und Lettland führt knapp, aber sie führen mit 2:1. Schneider. Letzten 2,5 Minuten. Haudun. Aber Abols bekommt die Scheibe erst einmal wieder nach draußen. Erst einmal wieder weg von der eigenen Zone. Heinrich. Wieder auf Heinrich. Dann ist das Haudun. Torhüter draußen bei den Österreichern. Aber Lettland hält die Scheibe jetzt ganz clever. Da ist Balzas. Eine gute Position. Will da nochmal querlegen. Und dann noch einmal Österreich. Noch einmal der Versuch zum Ausgleich, der bislang nicht glückt. Das wären die Punkte 8, 9 und 10 für Lettland bei dieser virtuellen Blatschen-Eishockey-Weltmeisterschaft. Und es sieht verdammt gut aus für die Letten. 8 Sekunden, dann ist hier Schluss. Und Kratzenbergs bekommt die Scheibe zwar nur nach vorne, aber das war's. Da wird nichts mehr schiefgehen. Lettland, wichtige 3 Punkte, die man sich hier sichern kann.
Gratulation an diese lettische Mannschaft. Ein Daumen nach oben würde mich mega, mega freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter. 6 Partien bei dieser Eishockey-WM. Bis dahin, euer Bloody LP.